Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und wir werden uns heute das neueste limitierte Pferd von Star Stable holen. Und was ist es? Worum handelt es sich? Na, es ist Tag der offenen Tür. Und da sind schon immer für 2 Wochen limitierte Pferde ins Spiel gekommen. Die ganzen Pferde seht ihr hier aufgereiht. Und der neueste im Bunde ist dieser formschöne Araber hier. Hat dieselben Werte wie jeder andere Araber, kostet 950 Star Coins und wir werden uns den guten kaufen. Und ich habe auch schon einen guten Namen dafür, denn ich werde den guten, nämlich Cash nennen. Ich finde Cash ist ein wirklich schöner Name. Und passt auch gerade so ein bisschen dazu, dass man so, hey, jetzt kommen wir mal mehr Pferde rein. Wir werden uns Cash kaufen. So, aber als allererstes gucken wir uns einfach mal die Frisuren an. Ich habe ihm erstmal das neueste Dressurset draufgepackt, weil ich das persönlich richtig schön und passend finde. Hier haben wir die unterschiedlichen Frisuren. Erstmal die Legacy Mane, also diese klassischen Mähnen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Frisur, die der gute Araber standardmäßig hat. Ich muss persönlich sagen, dass ich von den Frisuren her kein Fan so bin von den Frisuren, die er alternativ nehmen kann und bleibe da ganz klar bei der klassischen Mähne. So, aber kommen wir zu den Gangarten des Arabers, die ich euch hier auf dem temporären neuen Dressurplatz einmal zeige. Generell finde ich, ist der Araber ein tolles Dressurpferd. Wir haben nicht umsonst auch einen der Araber bei uns im Club als eines der Dressurpferde. Die Gangarten beim Araber finde ich persönlich wirklich schön gemacht und besonders das Bremsen hat es mir angetan, weil der Araber da noch einmal so ein bisschen so nach oben hüpft und danach so ein bisschen nachtänzelt. Aber der Araber hat auch zusätzlich noch eine besondere Gangart und nach dem Hüpfen schauen wir uns die nämlich einfach mal an. Denn der Araber kann, wenn er stillsteht und auf die Leertaste drückt, geht er ein bisschen auf die Hinterbeine und macht dann damit auch noch mal ein paar Meter nach vorne. Soweit aber auch zu den Gangarten. Ich finde, der Araber ist ein tolles Pferd für Dressur und auch für Racing. Ist zwar definitiv kein Pferd, was dem Araber Pinto Parole bietet, aber braucht sich ansonsten nicht hinter anderen der Rennpferde verstecken. Mir gefällt er sehr gut, auch von der Farbe und besonders zu dem neuen Dressurset, was man hier kaufen kann, zu dem barocken Set, finde ich, passt er von der Farbe her ganz besonders gut. Ich bin gespannt, was ihr zum neuen Araber zu sagen habt. Wie gefällt er euch? Wäre es für euch ein Kauf? 950 Starcoins kostet der Gute und es gibt ihn jetzt für 2 Wochen hier beim Jorvik Stall, beim Open Stables, beim Tag der offenen Tür zu kaufen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, bin gespannt über eure Meinung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.